zum Wirtschaftstalk Köln. Unsichere Zeiten, das Managen von Multikrisen, das ist unser Thema. Willkommen, meine Damen und Herren, hier im Komet-Saal in Köln im Mediapark. 150 Gäste sind da. Und natürlich auch herzlich willkommen an all diejenigen, die uns live bei Facebook, bei YouTube oder eben auf unserer Homepage jetzt live zusehen. Das ist gut so. Die Welt geht unter. Deutschland wird zum Entwicklungsland. Am Ende stehen wir alle nackt da, mit nichts an den Füßen. Bei Olympia gab es nur 33 Medaillen. Zugegeben, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber die Stimmung in unserem Land, die Stimmung bei den Wirtschaftsunternehmen ist nicht gut. Spätestens nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zerbrach das Bild des Schiffs im sicheren Hafen. Und jetzt, um in diesem Bild mit dem Schiff zu bleiben, sind wir mitten auf hoher See. Es ist raues Wetter, raues Gewässer, trotzdem Nebel, und Mannschaft und Schiff ging es auch mal besser. Mit auf dieser Reise, auf unserem Schiff sozusagen, sind unsere vier ausgewählten Crewmitglieder. Für die Navigation zuständig heute Abend ist Frau Prof. Dr. Agnieszka Gehringer vom Schmalenbach-Institut für Wirtschaftswissenschaften, Dozentin für VWL an der TH Köln und der Uni Göttingen. Guten Abend, Frau Gehringer. Guten Abend. Ja, Stichwort Navigation, Frau Gehringer. Wo geht die wirtschaftliche Reise hin? Was würden Sie sagen? Leider kann ich nicht viel Positives berichten über die deutsche Wirtschaft. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, und da ist ein Indikator besonders wichtig, die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes, da beobachten wir seit Ende 2023, dass die Wachstumsraten zwischen negativen und positiven sich abwechseln. Im dritten Quartal 2023 hatten wir eine negative Wachstumsrate, dann kam eine positive Meldung, dann wieder negativ. Also die Lage ist wirklich nicht positiv, wenn wir uns diesen Indikator anschauen. Aber die Lage ist auch nicht positiv, weil es eine flächendeckende Schwäche ist. Ja, also wenn wir uns die verschiedenen Komponenten der aggregierten Nachfrage anschauen, da werden wir feststellen, die Investitionen der privaten Unternehmen sind auf einem sehr schwachen Niveau, sind immer noch auf einem Niveau unter dem Niveau von 2019. Genauso schwach sind die Ausgaben der privaten Haushalte. Also wir beobachten in allen Ecken der Wirtschaft, dass es nicht gut geht. Und wir werden es weiter besprechen in der nächsten Stunde. Schön, dass Sie da sind. Auch einen Zahlmeister, meine Damen und Herren, haben wir mit dabei, den Generalbevollmächtigten der Sparkasse Köln-Bonn, Guido Dörrenberg. Schön, dass Sie da sind. Ein Zahlmeister ist für die reibungslosen Abläufe im Finanzbereich verantwortlich, normalerweise auf einem Kreuzfahrtschiff, heute im Kometsaal. Herr Dörrenberg, was würden Sie sagen? Wie sehr ist Ihre finanzielle Hilfe in der aktuellen Zeit gefragt? Sie ist sehr gefragt, und ich würde uns vielleicht auch eine Stufe zurücknehmen und nicht auf das Kreuzfahrtschiff schauen, weil wir letztendlich ja in einem Wirtschaftsraum unterwegs sind, hier auch bei mittelständischer Wirtschaft, die zurzeit genau das erlebt, nämlich die Frage, was setzt sich zukünftig ab? Wir merken es auch, Investitionsneigung ist eher gering, und wir haben ein breites Potpourri an Finanzierungsmöglichkeiten, die in Teilen aufgrund einer Perspektivlosigkeit, wäre jetzt schon in dieses Bild der 23 Medaillen eingegriffen. Ich glaube, es waren 33, aber manchen hat es trotzdem nicht gereicht. Ja, auch richtig, geht. Dass wir da halt sehen, dass wir teilweise erstmal aufnehmen müssen, was passiert denn überhaupt und wo kommen wir gemeinsam mit dem Kunden ein Stück weiter, um dann auch Lösungen zu finden. Auch bei dem Schiffsbild zu bleiben, vielleicht auch nochmal das Boot ein wenig wetterfester zu machen. Ja, da werden wir auch drüber sprechen. Wir bleiben beim Schiff als Bootsmann mit dabei. Daniel Emmerich, Partner bei Dr. Wieselhäuber und Partner, eine Unternehmensberatung und Geschäftsführer der Management Link GmbH. Ihn ruft man an, wenn es nicht zur Insolvenz kommen soll. Guten Abend, Herr Emmerich. Danke schön, guten Abend. Warum ruft man den? Er kann Restrukturierung, er kann Prozessoptimierung und er kann Krisenmanagement.
Ja, ich hätte mich fast vergoogelt bei Ihnen. Ich habe es Ihnen eben im Vorgespräch schon gesagt. Man googelt ja auch seine Gäste und dachte, ach guck mal, da ist er ja, Volkhard Emmrich. Ich schreibe so auf und schreibe so. Ich so, das ist er nicht. Das ist er nicht. Wer ist er? Im selben Unternehmen. Wer richtig, ist es? Mein Vater. Ihr Vater. Ja. Habe ich nochmal Glück gehabt. Habe ich nochmal nachgeguckt, wie war der Vorname. Wenn Sie in die Zukunft schauen, in die wirtschaftliche Zukunft, Daumen hoch oder Daumen runter? Oder dazwischen? Dazwischen, aber ja. Tendenziell schon nach oben. Okay. Weil ich glaube, es sind zwar die Krisen- oder die Sanierungssituationen deutlich komplexer geworden, erfordert dadurch auch mehr verschiedene Parteien, die gemeinsam die Probleme lösen. Aber ich sage mal, was im Moment eine Situation ist, die sicherlich in der Vergangenheit weniger stark ausgeprägt war, war Konsumrückgang. Und gegen den Markt zu sanieren, kann man genauso wenig wie gegen eine Geschäftsführung oder gegen einen Gesellschafter. Und dementsprechend sind hier natürlich auch längere Zeiträume der Erholung notwendig, aber da werden wir, auch drüber sprechen. Schön, dass Sie da sind. Und als Smoothie hatte ich mir erst überlegt und da dachte ich, das ist nicht gut. Das klingt despektierlich, das wird der Dame auch nicht gerecht. Ich habe dann Bankettleiterin gefunden. Auf unserem Schiff ist Maike Block Geschäftsführerin und eine von zwei Vereinsvorsitzenden der IG, also der Interessengemeinschaft der Kölner Gastro. Guten Abend, Frau Block. Hallo, guten Abend. Ja, Sie schauen auf viel Gastro-Erfahrung, kommen aber ursprünglich aus der Juristerei. Ja. Wie viel kann man von dem früheren Wissen in der Gastronomie aktuell gebrauchen? Ach, unheimlich viel, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt Gründe, warum es mich dann dahin verschlagen hat. Zum einen setze ich mich ja so ein bisschen übergeordnet für die Bedürfnisse und Rechte der Kölner Gastronomen und Gastronominnen ein. Und da landet man natürlich auch ganz viel in dem berühmten Amtsschimmel. Und da ist es ganz sinnvoll, wenn man erstmal die Sprache spricht, die man dort so spricht. Und ein bisschen Kampfesgeist, den lernt man natürlich während des Jurastudiums durchaus auch. Den kann man gebrauchen für den Job. Sehr gut, gut. Gute Kombination. Zeitungen, Zeitschriften titeln gerne mit Krise oder Krisen oder Multikrisen. Auch wir schreiben in unserem Titel ja unsichere Zeiten, das Managen von Multikrisen. Ja, neigen wir zu Übertreibungen nach dem Motto, Übertreibung macht anschaulich, macht klarer oder ist es wirklich so schlimm, wie manch einer schreibt oder manch einer denkt oder sagt? Ja, Herr Dürrenbeck, was würden Sie sagen? Wie tief steckt der Karren im Dreck, im Schlamm fest? Die Achse ist noch frei. Und, aber es ist schon so, dass es deutliche Spuren gibt und man Kraft und Anstrengung braucht, um weiterzukommen. Und es ist nicht so, dass es eine, also schon mehr eine Matte hingelegt hat, wo ich diesen Karren jetzt einfacher rausziehen kann. Weil es ist keine Übertreibung, es sind wirklich, es kommen verschiedene Einflussfaktoren zusammen, die wir so gemeinsam aus meiner Sicht noch nicht gesehen haben. Also Thema Zins, Thema Kostensteigerung, Nachhaltigkeitsthemen, die auch auf die Wirtschaft kommen müssen, auch schneller kommen, als der eine oder andere vielleicht erwartet oder sich darauf einstellen möchte. Also es ist ein bunter Strauß. Okay. Frau Block, wir hatten da auch kurz mal im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich habe heute noch bei den Kollegen des Stadtanzeigers gelesen, ein Restaurant, eine Kneipe im Agnesviertel, nicht weit von hier, sagt, wir machen das nur 3 Tage auf und nicht mehr 5 oder 6, weil der Umsatz ist derselbe. Ja. Ist das die Stimmung? Ist das, was Sie spüren? Das ist ein total gutes Beispiel für die aktuelle Lage. Wir sind von diesen Multikrisen, über die wir heute sprechen, enorm betroffen in der Branche. Eine ganz große Krise ist der Fachkräftemangel oder eigentlich ist es der Kräftemangel. Es fehlt uns einfach an Arbeitskräften und das führt dazu, dass Leute ihre Öffnungszeiten ganz massiv überdenken müssen und das wiederum birgt aber eine ganz große Gefahr der Abwärtsspirale für die jeweilige Unternehmung. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es im Agnesviertel nicht so kommt, dass man sich erholt und dann bald wieder 5 Tage öffnet. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, die Zeichen stehen anders. Und um das zu verstehen, nicht, dass man denkt, die wollen lieber mehr Urlaub machen und mehr in Urlaub fahren. Nee, die können nicht anders. Das funktioniert nicht anders, weil sie kriegen es nicht anders umgesetzt. Genau, also es ist einfach, wenn man im Laden steht, viele BetreiberInnen, die längst mit Betriebsleitungen und Festangestellten gearbeitet haben und gar nicht mehr selber unbedingt im Geschäft sind, sondern sich auf die Management-Ebene konzentriert haben, stehen nun wieder selbst in der Küche im Service tagelang. Die Familie wird mit eingebunden. Also das ist auch eine ganz existenzielle Phase gerade. Und trotzdem spürt man im Vergleich zum Vorjahr, dass wir über 20% Umsatz Rückgang haben. Und selbst in den Läden, wo das nicht so ist, es gibt ja auch immer noch erfolgreiche Konzepte, die sich weiterhin durchsetzen. Die Gewinnspanne hat sich einfach massiv verkleinert für die Gastronomie. Und du darfst wahrscheinlich die Stunden nicht zählen, die du dafür auch investierst als Inhaber oder Mitarbeiter oder wie auch immer.
Oder, Herr Emmerich, ist es einfach nur die Reaktion auf die fetten Jahre vor Corona? Ich würde das an der Stelle ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, dass viele Unternehmen in den konjunkturstarken Jahren selbst intern auch an Komplexität gewonnen haben oder sich Komplexität leisten konnten, um so rum zu sagen. Und auf der anderen Seite aber eben jetzt exogene Faktoren hinzukommen, die Thematik quasi deutlich verstärken. Und wenn man auch einen Blick aufs Management wirft, ist es auch so, dass auf Basis der guten Jahre viele Situationen mit Zins, mit Inflation etc. nicht gewöhnt sind. Und sich daran wieder zu gewöhnen, wir hatten, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, was auch durch die Presse gegangen ist, dass Mercedes-Benz die Controller aus Buenos Aires eingeflogen hat, um interne Schulungen im Unternehmen zu machen, wie mit Inflation umzugehen und zu planen ist. Mhm. Einfach um das Wissen im Konzern zu halten, ist vielleicht eine sehr drastische Maßnahme, aber wie gesagt, man merkt, dass eben hier bestimmte Erfahrungen einfach aufgrund der guten Jahre vorher fehlen. Okay, oder Frau Gehringer, ist es nur eine Reaktion auf eine Welt, die sich immer stärker und schneller ändert und nicht mehr um uns kreist, sondern sich vielleicht was anderes gesucht hat? Sie hatten es eben ja auch schon so ein bisschen gezeichnet. Es ist nicht so der besonders positive Blick, den Sie in die Zukunft richten. Also definitiv sind wir in einer Welt, die anders aussieht wie noch vor einigen Jahren. Also es ist wirklich schwierig, präzise zu sagen, wann die Multikrise jetzt angefangen hat. Es gibt keine wissenschaftliche Theorie, die das uns bestimmen könnte. Wir können das aus Beobachtungen erfahren und sehen, dass, also es gab ja schon eine Phase mit der großen Finanzkrise, würde ich sagen, da gab es schon einige Anzeichen einer Multikrise. Das war ja schon eine Multikrise an sich, nicht nur eine Bankenkrise, sondern auch eine Immobilienkrise. Sie sprechen Lehman Brothers und sowas an mit 2008? Richtig, ja. Richtig, okay. Richtig. Wenn man will, gab es schon damals eine Gesundheitskrise, es gab die Schweinegrippe und wenn man will, gab auch eine geopolitische Auseinandersetzung, denn Herr Putin hat schon damals Georgien angegriffen. Mhm. Von daher, es gab schon einen Vorgeschmack der Situation, die wir aber ganz stark jetzt erleben. Seit 2019 würde ich sagen, ist ganz deutlich, wo wir sagen können, schaut mal, also es passiert so viel, so viele Ereignisse auf einmal und aus meiner Sicht sind alle Anzeichen einer Multikrise auf jeden Fall gegeben. Da passt vielleicht ganz gut die Anschlussfrage, wie früh muss man denn Krisen wahrnehmen, um rechtzeitig handeln zu können? Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Gretchenfrage wahrscheinlich. Kennen Sie sich damit bestimmt? Herr Emmerich kriegt die Frage gleich auch. Ja, noch. Okay, genau. Gut. Ja, also es ist so, dass wir ganz viel investieren müssen, um die Anzeichen einer Krise zu erkennen. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe und ich würde sagen, es gibt kein Rezept, keine goldene Regel, die uns wirklich warnen kann vor einer Krise. Ja, Herr Emmerich, was würden Sie sagen? Also ich sage mal, ich glaube, die Erkenntnis ist schon da, dass man frühzeitige Hilfe braucht. Aber ich glaube, der Unterschied liegt daran, erkenne ich die Krise oder will ich die Krise für mich persönlich auch wahrhaben? Mhm. Also, dass die Krise alle anderen trifft, nur mich selbst nicht, ist, glaube ich, auch irgendwo ein Selbstschutz, der bei vielen einsetzt. Ich glaube, das ist auch nur allzu menschlich. Aber auf der anderen Seite, wir merken es eben auch, quasi die Quellen, aus denen bei uns im Moment Sanierungsprojekte, Restrukturierungsprojekte kommen. Wir hatten es im Vorfeld besprochen, war vor Corona sehr stark von Seiten der Finanzierer getrieben. Dass dort entsprechend die Empfehlung abgegeben worden ist, sich externe Unterstützung zu holen. Und wir merken jetzt, dass im Prinzip der Anteil, der direkt aus Finanzierernetzwerken als Anfrage kommt, ungefähr bei 10% liegt, wenn er vorher bei 50 lag. Mhm. Und inzwischen Unternehmen schon frühzeitig erkennen, dass ein Blick von außen notwendig ist. Und dementsprechend hat man auch noch einen höheren operativen Handlungsspielraum, was extrem entscheidend sein kann in der Krise. Okay, aber dann gehen wir die Frage auch mal weiter in die Gastro. Hat man es, wie soll ich sagen, nicht kommen sehen oder auch da die Frage, wie früh muss man auch Krisen wahrnehmen und wahrscheinlich auch ehrlich zu sich selber sein, dass da jetzt irgendwas passiert und dass da was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen haben Sie da auch mit Mitgliedsunternehmen gemacht?
Die Gastronomie ist ja auch eine spezielle Branche, es menschelt sehr in dieser Branche und viele führen ihre Unternehmung ja überhaupt nicht nur aus rein wirtschaftlichen Gründen. Ich glaube auch oft wäre das gar nicht möglich, weil dafür sind die dann oft nicht umsatzstark genug, als dass man sagen könnte, ich mache das hier fürs Geld, sondern das sind alles GastgeberInnen aus Leidenschaft, mit Herz, und ich glaube, das erschwert umso mehr zu erkennen, wann der Punkt gekommen ist, wo es Zeit ist, auch loszulassen ein Stück weit. Dann hat man natürlich oft Unternehmen, die über Generationen geführt werden. Wir alle lieben die Restaurants, wo wir wissen, da haben schon Mama und Papa gekocht, jetzt hat der Sohn es geerbt. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer emotionaler Wert auch. Und das dann zu erkennen, wenn man in diesem Konstrukt drin ist und zu sagen, an dieser Stelle muss ich gehen und muss jetzt Schluss machen, ist wahnsinnig schwierig. Das heißt, oft, glaube ich, wird die Krise gar nicht so früh erkannt. Wie schwierig ist es dann für Sie auch als IG da, ja, Aufklärungsarbeit zu leisten und den Impuls zu geben? Wir haben viele Mitgliedsbetriebe, die sich auch an uns wenden. Es gibt einen regen Austausch innerhalb der Mitgliedsbetriebe. Das finde ich ganz toll. Das ist auch relativ neu. Das hat uns auch sozusagen die Corona-Krise gebracht, dass der Austausch untereinander angefangen hat. Das ist gut, um so ein bisschen auch vielleicht in den Vergleich zu gehen, aber auch zu hören, bei mir Sonntag heute ist überhaupt nichts los. Wie ist es denn bei euch? Und ich glaube, das hilft dann oft, unterstützt einen auch auf einer emotionalen Ebene. Aber letztendlich die Entscheidung zu sagen, ich gehe hier raus, ich verkaufe meinen Laden, ich gebe den auf, der ist riesengroß, wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, viele gehen da über den Punkt hinaus, der wirtschaftlich klug ist, und gehen auch in die Insolvenz. Und das zeigen auch ganz klar die Zahlen. Wir haben dieses Jahr, werden von den Wirtschaftsauskünften 30% mehr Gastroinsolvenzen erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr. Und es gibt ein Drittel, ist eine Menge. Es ist eine Menge, und es gibt ganz viele, die auch unter dem Radar fliegen, die vielleicht noch mit einem Abstand den Laden verkaufen, wo kein Insolvenzschild sozusagen dranhängt, die aber letztendlich faktisch in einer ähnlichen Situation sind. Und das spüren wir ganz deutlich, dass Leute, die mit lange Jahre mit Herzblut dabei waren, sich gerade wirklich die Füße blutig laufen sozusagen in dieser Arbeit und gehen wollen. Herr Dörrenberg, wie früh muss man Krisen wahrnehmen, um rechtzeitig handeln zu können? Am besten hat man einen Notfallplan, bevor die Krise beginnt. Weil sie machen auch, kümmern sich nicht um Unternehmensnachfolge, wenn der Geschäftsleitende verstorben ist. Das ist vielleicht ein sehr hartes Beispiel. Mhm. Aber wir haben an ein paar Stellen in den guten Jahren vielleicht auch Strukturen aufgebaut, die aber für die jetzige Zeit nicht flexibel genug sind. Also ein Change jetzt zu haben, da muss ich auch im Kopf für bereit sein. Und auch an einigen Stellen sind die letzten Krisen durch öffentliche Hilfen ein Stück weit auch überdeckt worden. Mhm. Und ich habe eine externe Hilfe bekommen und musste gar nicht so viel dafür noch arbeiten und selber tun. Also wir haben, glaube ich, auch durchaus verschiedene Generationen, die gelernt haben, mit einer Krise umzugehen oder mit einer Planabweichung, und welche, die eigentlich nur einen Weg nach oben kann. Immobilien, damals die Immobilienkrise hat viele mitgenommen. Danach gab es in dieser Branche eigentlich nur goldene Jahre. Und diese goldenen Jahre haben auch viele dazu genutzt, tatsächlich in diese Branche einzusteigen, obwohl sie, naja, das Wort Immobilie schreiben konnten, aber kein Entwickler waren. Und das ist halt jetzt das Thema, ich fahre mit einer Jolle auf hohe See und wundere mich, dass schlechtes Wetter ist. Das ist dann auch schwierig. Jolle, kleines Segelboot. Jolle, kleines Segelboot. Genau. Also, ja, genau. Was sind denn für Sie die Top 3 der aktuellen Krisen, so spontan aus der Hüfte? Der Zinsmarkt auf der Immobilien oder eigentlich auch in jeder Branche, weil sich Menschen einfliegen zu lassen, die Inflation kennen. Vielleicht muss man auch welche einfliegen, die ein Zinsniveau kennen, was nicht null ist. Auch in der Bankenlandschaft, also wir haben ja über Jahre Azubis und da verhaspelt. Männliche und weibliche Auszubildende. Genau, danke schön. die halt einen positiven Zins gar nicht kannten. So, also auch da, dass wir erstmal in diese Bildung kommen. Ansonsten mit Inflation umgehen, aber viel wichtiger, dass sich Absatzmärkte verändern. Also das, was ganz am Anfang Herr Emmerich angesprochen hatte, zu sanieren oder sich weiterzuentwickeln und ich habe keinen Markt mehr, das ist schwierig, also unmöglich. Frau Block, was ist für Sie, was sind für Sie so die Top 3 der aktuellen Krisen?
Also die größte Krise ist mit Sicherheit der Kräftemangel, der Fachkräftemangel für unsere Branche. Das ist wirklich dramatisch. Wir spüren deutlich nach wie vor die Folgen der Inflation in Deutschland, natürlich auch bei unseren Gästen. Und ich glaube auch, dass die Nachwirkungen der Corona-Krise immer noch da sind. Und in Köln speziell, es ist spezifisch, aber ich sehe das auch, gibt es auch eine verwalterische Krise. Also inmitten dieser ganzen Problematiken, denen man als Unternehmerin gerade ausgesetzt ist, kämpft man auch noch wie Don Quixote gegen die wunden Windmühlen. Und das macht es sehr schwierig gerade. Sie meinen die Bürokratie? Die Bürokratie ist problematisch tatsächlich für die Ausübung des Jobs, ja. Werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, über die Bürokratie. Total gern. In diesem Zusammenhang habe ich mal die aktuellen Mitarbeiterzahlen der Stadt Köln gegoogelt. Die Stadtverwaltung hat 21.500 Mitarbeitende. Größter Arbeitgeber in Köln. Noch vor Ford. Was sind denn für Sie, Herr Emmerich, die Top 3 der aktuellen Krisen? Also ich glaube, auf 1 steht tatsächlich der Markt, weil das einfach ein Bereich ist, den man als Unternehmen auch oder in der Sanierung einfach unglaublich schwer beeinflussen kann oder gar nicht beeinflussen kann. Man kann sich nur einen Weg suchen, um zu sagen, kann ich in alternative Märkte gehen oder kann ich meine Produktpalette, mein Portfolio entsprechend den Anforderungen der verbliebenen Kunden anpassen. Das Zweite ist aus meiner Sicht das Thema Fachkräftemangel, würde ich auch mit unterstreichen, auf alle Fälle. Aber dann auch die internen Prozesse, Mechanismen in den Unternehmen. Also ich würde die Krisenursachen nicht nur extern suchen, sondern auch intern. Aha. Dass man sagt, wie reagiere ich denn darauf, wie schnell kann ich darauf reagieren? Und am Endeffekt ist für eine Sanierung ja immer entscheidend, wie hoch sind meine Liquiditätsreserven, die ich aus den Jahren auch mitgenommen habe. Das heißt, wie lange kann ich die Sanierungssituation selbst finanzieren, durch die Gesellschafter finanzieren? Und wann kommt, wir sprechen vom Kipppunkt, der Punkt, wo man sagt, ich bin auf fremde Hilfe angewiesen, um die Sanierung finanzieren zu können. Und spätestens da sollte man sich dann sehr intensive Gedanken darüber machen. Frau Gehringer, wie ist es für Sie? Was sind so die Top 3 der aktuellen Krisen in Ihrem Bereich oder so, wie Sie es wahrnehmen oder so, wie Sie es einschätzen? Ja, ich würde vielleicht noch hinzufügen, Krisen, die nicht erwähnt worden sind. Denn auch hier haben wir die Schwierigkeit zu messen, welche Krise ist wirklich die Top. Ja. Also wir haben keinen Barometer, der uns hier eine Indikation geben kann bezüglich der Schwierigkeits- oder Ausprägung der Krise. Ich würde noch die Energiekrise hinzufügen, auf jeden Fall. Das ist auch ein Aspekt, der bei ganz vielen Unternehmen eine Rolle spielt. Die politische Krise, die Ampelkrise, vielleicht können wir sie so auch benennen. Und im Hinblick auf die internationale Entwicklungen, die geopolitische Krise, die wir gerade erleben und damit verbunden ganz viele Entwicklungen, die sich aus dieser geopolitischen Krise ergeben. Stichwort Ukraine, Stichwort Nahosten, Handelskriege, solche Entwicklungen, ja. Herr Emmerich, ein Unternehmen in Krisenzeiten aus der eigenen Krise helfen und begleiten, ist ja so ein Job von Ihnen. Richtig, ja. Wie macht man das? Also in Auszügen, ich will das nicht alles, ich frage auch nicht für mich, ich frage für einen Freund. Nein, Herr Gott. Aber wie geht das? Wie Gespräche führen, Offenheit einfordern, ich weiß es nicht. Offenheit einfordern, Vertrauen gewinnen, würde ich vielleicht vorne dran setzen. Dadurch dann auch die Offenheit bekommen oder entsprechend einfordern. Auf der anderen Seite erstmal die Ausgangssituation schnell, aber faktenorientiert erfassen und dann in einem relativ kurzen Zeitfenster, normalerweise innerhalb der ersten 14 Tage, einfach die ersten möglichen Stoßrichtungen für den Restrukturierungsprozess anstoßen. Und zwar sowohl oder besprechen, definieren, dass man sagt, welche Dinge können intern gelöst werden, an welchen Stellen ist man auf fremde Dritte angewiesen. Beispielsweise, wenn es darum geht, der Gastronomie ist sicher auch ein Punkt, Mieten zu reduzieren bei Vermietern oder eben Beiträge von Dritten entsprechend notwendig zu machen, um für den Sanierungszeitraum den Spielraum zu schaffen, dass man sanieren kann. Also wir nennen die erste Phase eigentlich immer die Existenzsicherung und die Enthaftung der Geschäftsführung. Die muss eben extrem schnell vonstatten gehen. Anschließend ist dann eben die detaillierte Ausarbeitung der Stoßrichtungen und der entscheidendste Punkt, der in vielen Fällen übersehen wird, die Umsetzung, dass eben der Prozess des Konzepts dann eben direkt in die operative Umsetzung übergeht. Weil ein Konzept, was am Tisch oder in der Schublade liegt, rettet kein Unternehmen, sondern dokumentiert nur, wie es gehen würde.
Und dementsprechend ist der Schritt in die Umsetzung. Und wie schnell kriegt man ein Gefühl dafür, ob das fluppt, ob das Unternehmen eine gesunde Struktur hat, ob das angenommen wird, ob das der Schubser in die richtige Richtung war? Ich würde sagen, zwischen 14 Tagen und 4 Wochen. Das ist relativ schnell. Ja. Finde ich. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber... Also hängt von der Datenlage ab, muss man auch sagen. Man braucht natürlich zuerst irgendwo die Standortbestimmung, wie viel Liquidität im Unternehmen vorhanden ist, wie auch irgendwo fällige Verbindlichkeiten ausschauen etc. Also alle Themen rund um die Prüfung der Insolvenzreife, um von da weg zu sagen, wie geht es weiter. Aber man hat eigentlich relativ schnell auch ein Gespür, wenn man bei den Unternehmen vor Ort ist, eben wie gut Datenlage ist, wie schnell man Antworten bekommt, auch wie tief Antworten gehen auf bestimmte Fragen, dass man dann relativ schnell eine Einschätzung hat. Sind das ähnliche Erfahrungen, Frau Block, die Sie auch machen, wenn Sie mit Unternehmen sprechen, wenn Sie mit Gastronomen sprechen? Wie schnell bekommt man so ein Gefühl, dass der Unternehmer das auf jeden Fall will, das ist klar, aber auch so eine gesunde Struktur aufweist und im Grunde nur den richtigen Schubser braucht, damit es dann womöglich weitergeht? Ja, ich glaube... Oder wie offen, wie sehr ist das Visier offen, also wie offen geht man miteinander um und dann auch? Ich glaube schon, dass wenn man ein bisschen Erfahrung hat, vielleicht in verschiedenen Bereichen und Arten von Gastronomie auch gearbeitet hat, hat man durchaus einen Blick dafür und sieht sehr schnell auch die kleinen Stellschrauben. Das sind teilweise, ist das wirklich fast Makulatur, es geht ganz viel auch um den Bereich Werbung, Social Media, Dinge, die einfach wichtig geworden sind, wo nicht alle alteingesessenen Gastronomen mitgezogen haben, wo ich erfahrungsgemäß aber weiß, wenn man da an der Stelle so ein bisschen schiebt, hat man einfach in der nächsten Woche wahrscheinlich schon eine andere Umsatzlage und das kann man sehen und das kann man auch miteinander besprechen, wie offen man dafür ist. Das ist natürlich mal höchst individuell. Vielleicht achten Sie ja darauf, wenn Sie in ein Lokal gehen. Also absolut. Also, Sie können gar nicht einfach so in ein Lokal absolut, gehen. Absolut, schon jahrelang nicht mehr. Ich sehe, die Servietten sind nicht aufgefüllt. Ich sehe den halbvollen Salzstreuer. Ich sehe die nicht gespülte Vase. Und kann aber auch ganz viel wertschätzen, wenn das anders ist. Wenn ich eine schöne Serviceerfahrung habe, wenn ich ein tolles Essen habe, wenn ich in einen schönen Laden gehe, wo ich sehe, der wird auch einfach liebevoll geführt mit einem Blick fürs Detail, kann ich das auf der anderen Seite auch sehr wertschätzen. Deswegen habe ich hauptsächlich schöne gastronomische Erfahrungen. Klingt so ein bisschen wie bei Michelin. Ich glaube, die achten da auch drauf. Ja. Herr Dörrenberg, wie ist es bei Ihnen? Wie schnell bekommt man ein Gefühl, wenn das Unternehmen dann geklingelt hat und hat gesagt, ich brauche da mal Hilfe, dann ist es ja schon mal der erste Schritt. Aber man braucht ja auch ein Gefühl, man muss ja auch ein Gefühl bekommen, ob das Unternehmen eine gesunde Struktur hat, ob es in die richtige Richtung geht und ob das womöglich auch angenommen wird, was man dann auch da so bereithält. Also genau, also der Werkzeugkoffer ist letztendlich da und eigentlich sind die Punkte gerade schon angesprochen worden, nämlich es ist die Offenheit, und auch die Partnerschaft, die man vorher gemeinsam erlebt hat. Deshalb ist es, glaube ich, auch ein echtes Argument für eine, vielleicht etwas aus der Mode gekommen zwischenzeitlich, aber über Hausbankfunktionen nachzudenken. Ich glaube, dass Sie deutlich angenehmere Gespräche auch mit Banken führen, die schon lange mit einem Unternehmen verbunden sind, die auch bereit sind, dann nochmal eine extra Meile gemeinsam zu gehen und auch nochmal Sanierung zu unterstützen. Und das ist, ich sag mal, Sie beschreiben ja auch eher eine sehr professionelle Sanierung, wo ich über die Strukturen komme. Und das ist dann auch in Teilen die emotionale Sanierung, wo bei uns die Beratenden tatsächlich auch die Herausforderung haben, mit einem eigentlich auch ein Stück weit Lebenshilfe geben zu müssen oder zu dürfen. Und auch, Sie erwähnten zwischendurch mal, es kann ja auch sein, dass es der Verkauf ist. Aber da wird nicht gerade eine Gastronomie verkauft, da wird im Zweifel ein Lebenswerk verkauft. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Frage, wie schnell merken wir es oder wie schnell sind wir in der Umsetzung? Unter der Prämisse, dass wir eine dauerhafte Kundenbeziehung haben, sollten wir eigentlich schon sozusagen mit in die Krise gehen, weil wir ja nicht unterwegs sind und uns immer nur einen Jahresabschluss des Vorjahres anschauen, sondern als ersten Indikator merkt man eigentlich, dass das Konto voll läuft und zwar auf der falschen Seite, nämlich der Kontokorrent in Anspruch genommen wird und. Und das sind ja schon, sagen wir mal, Gesprächsanlässe. Also von daher sind vielleicht auch wir manchmal derjenige, Sie sagten, früher war das zu 60% so, ich glaube, das ist heute auch noch durchaus ein signifikanter Teil, dass wir unangenehme Fragen stellen, die der eine oder andere vielleicht schon mal erstmal weggeschoben hat. Okay. Frau Gehringer, gibt es vielleicht, auch ein bisschen ketzerisch jetzt auch schon wieder gefragt, eine gesunde Rate von Unternehmen, die pleite gehen müssen, damit sich der Markt womöglich wieder reguliert?
Also ich bin sowieso kein Fan von Punktprognosen und das würde ja... Das fordern so Journalisten immer so eines, tut mir leid. Genau. Ja. Nee, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja. Ich würde sagen, es gibt keine gesunde Rate, die ich im Blick nehmen würde und sagen würde, das ist sie. Sondern das hängt ganz maßgeblich davon ab, was Sinn macht, ja, wie viele Unternehmen tatsächlich besser beraten wären, aus dem Markt rauszugehen. Und das ist keine Zahl, die aus dem Ärmel geschüttet werden soll, sondern wirklich zulassen, dass der Markt das regelt. Und der Markt kennt sich schon, also wir haben wirklich viele Leute hier in unserer Wirtschaft, in anderen Volkswirtschaften, die wissen schon Bescheid, wenn es nicht mehr geht und wenn es Sinn macht, dann aus dem Markt wirklich rauszugehen, weil es effizienzseitig keinen Sinn mehr macht. Mhm. Herr Dürrenberg, wer geht denn im heutigen Markt- und Wirtschaftsumfeld unter? Wer macht Pleite und wer schafft's? Zugegeben, ein bisschen zugespitzt die Frage. Ja, vor allen Dingen, als ob man es abhaken könnte. Und das ist eigentlich, egal ob wir über die normale Krise oder über die Multikrise reden, wir haben schon früher in jeder Branche die Erfolgreichen und die anderen gesehen. Und deshalb, man kann es gar nicht branchenfokussieren. Wir sehen im Moment bei uns im Hause, dass wir relativ viele kleine Unternehmen haben, die in Schwierigkeiten kommen, die gerade Liquiditätsthemen haben. Wir haben aber auch auf der Immobilienseite hier und da eine Marktbereinigung, um das, den Punkt aufzunehmen. Das ist jetzt ein bisschen netter ausgedrückt. Marktbereinigung, ja, genau. Ja, also das ist das, was ich eben sagte. Diejenigen, die ich gesagt, aus Hobby auf einmal Projektentwickler gemacht haben, die haben jetzt das Thema, dass sie mit diesem Produkt, und es ist letztendlich auch das Produkt Wohnung oder das Produkt Büro, nochmal weiterdenken müssen. Es geht nicht einfach auf eine Excel-Liste einen anderen Preis reinzuschreiben und die Problemlösung ist dann unten ein anderes Ergebnis, weil der Markt gibt es halt nicht her. Und der Absatzmarkt ist zu. Deshalb muss ich wieder mehr über das Produkt Gedanken machen. Das bedeutet, Sie gucken ja auf die Region von oben sozusagen als Experten, als Finanzunternehmen. Was deutet sich denn aus Ihrer Perspektive an? Also auch wieder der Blick nach vorne. Also wie positiv, wie sehr kriegen wir es gewuppt? Sind die Kleinen, die sich da die fehlenden Gedanken gemacht haben, leider diejenigen, die... Also ich sehe das Glas eher halb voll als halb leer. Okay. Weil es sind mal mindestens genauso viele unterwegs, die sagen, eine Krise hat auch immer eine Chance hinten drauf. So, wenn der eine zumacht, so bitter das ist, diejenigen, die in eine bestimmte Eckkneipe gegangen sind, gehen danach vielleicht zwei Häuser weiter. So, also das heißt, da ist dann auch immer noch eine Chance für den, der übrig geblieben ist. Wenn er nochmal sein Konzept überdenkt, Märkte aufnehmen kann, ist das auch etwas, wo wir sagen, lang- oder mittelfristig wird das im Zweifel sogar eine Stärkung sein, weil ich halt flexibler und auch besser auf Neuerungen, um mal das Wort Krise nicht zu benutzen, reagieren kann und mich viel besser darauf einstellen kann. Herr Emmerich, was würden Sie sagen, wer geht im heutigen Markt und Wirtschaftsumfeld unter? Ja, nehme ich den Punkt von vorher wieder auf. Ich glaube, das sind die Unternehmen, die sich im Moment die Krise leisten können, im Sinne der Sanierung. Also wer aus eigenen Mitteln heraus in der Lage ist, die Sanierung umzusetzen. Weil er Rücklagen gebildet hat. Weil Liquiditätspolster da sind, tut sich natürlich in der aktuellen Situation leichter. Also auch unter den nicht High-Performern, sondern eher Normal- oder Low-Performern. Und mit Sicherheit die Unternehmen, die quasi schon länger in der Krise sind. Und ich glaube, es gibt auch genug Unternehmen, die bereits vor Corona strukturell nicht optimal auf dem Markt angepasst waren, die dann durch Corona und entsprechende staatliche Hilfen Liquiditätspolster geschaffen haben, die aber jetzt sehr schnell in strukturelle Probleme kommen, weil eben die Faktoren zu vielfältig sind. Und ich glaube auch, dass die Unternehmen, die frühzeitig erkennen, dass sie in Szenarios denken müssen und, wie Sie es gesagt haben, den Notfallplan quasi in der Tasche haben, entsprechend da sehr flexibel darauf reagieren können. Und wenn man da sich überlegt, wenn wirklich, also Extremwertbetrachtungen sind, wenn ein Markt um 50% einbricht, wie lange kann ich überleben? Wenn mir Warenkreditversicherer die Linie kürzen und ich entsprechend bei den Lieferanten auf Vorkasse umschalten muss,
wie hoch ist da mein Liquiditätsabfluss, in welchem Zeitraum, dass ich einfach solche Dinge einmal durchrechne und mir überlege, okay, wenn das Szenario kommt, habe ich 2 Wochen, habe ich 3 Wochen, habe ich vielleicht 4 Monate? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Frau Gehringer, würde ich die Frage auch gerne an Sie auch nochmal weitergeben. Also wer im heutigen Markt womöglich untergeht, im Wirtschaftsumfeld untergeht, der sich keine Gedanken gemacht hat, so haben wir es gehört, der keine Rücklagen gebildet hat, gibt es da noch einen Punkt von Ihnen? Also wer schafft's nicht? Wie muss ich aufgestellt sein? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht oder auch Untersuchungen gemacht, um mal herauszufinden, also wer kann dann auch wirklich durch eine Krise, Multikrise kommen und wer eben nicht? Ja, da sind wir ganz stark im Bereich des Risikomanagements. Da sind ganz viele Punkte schon angesprochen, was wichtig ist. Also Risikomanagement ist an sich eine ganze Wissenschaft und da gibt es ganz viele Strategien, Prozesse, ja, das ist ein Prozess mit Rückkopplungseffekten bzw. Schritten nach vorne, nach hinten, um das Ganze zu bewältigen. Und ja, also ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jedes Unternehmen soll ein gesundes Risikomanagement betreiben und sich auf potenzielle Krisensituationen vorbereiten. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die frühzeitige Kommunikation, zum Beispiel auch mit Bank, mit Beratern, was würden Sie sagen? Ganz wichtig und eine ganz transparente Kommunikation, auch in Krisensituationen. Also darauf vorbereitet zu sein, diese Kommunikation vorzeitig zu entwickeln. Was kommuniziere ich wirklich den Leuten da draußen, wenn ich in einer Krisensituation gerate? Ganz wichtig. Kommunikation steht ganz oben. Ganz oben. Einen Punkt würde ich gerne noch ergänzen. Ich glaube, Sie haben die Tradition angesprochen. Ich glaube, dass gerade in Deutschland Unternehmen sehr stark dazu neigen, an Traditionen und damit den Blick aufs Produkt festzuhalten. Also ich kann ein Beispiel nennen. Wir waren bei einem Maschinenbauer, der sehr stolz darauf ist, dass das Produkt, was er liefert, 15 Jahre sicherlich Bestand hat. Er weiß aber, dass seine Kunden sein Produkt nach 10 Jahren tauschen. Wo ich mir dann die Frage stelle, wieso entwickle ich das highly overengineered so weit, dass es 15 Jahre hält, wenn wahrscheinlich 11 oder 12 reichen würden, wenn man sagt, man hat ein bisschen Puffer zu dem Lebenszyklus, wie es die Kunden nutzen und dass man da einen deutlich größeren Fokus auf den Kunden nutzen und auf die Kundenperspektive setzt und im Prinzip sich dann anschaut, kann meine Produktion, kann mein Unternehmen auf diese Kundenansprüche entsprechend reagieren. Und die dritte Perspektive, die wir immer betrachten, ist, wo verdiene ich am Ende dann Geld, wenn dieser Match da ist? Muss sie auch nicht immer gegeben sein. Und wenn wir wieder in den Gastrobereich gehen, dann haben wir schon darüber gesprochen, dass da viele, viele Emotionen mit im Spiel sind. Das sind sie in anderen Wirtschaftsbereichen natürlich auch, aber gerade auch, so wie Sie es eben skizziert haben, trotzdem, denke ich, ist die frühzeitige Kommunikation da auch sehr, sehr entscheidend. Wahrscheinlich auch ein Tipp, den Sie geben. Und dann können Sie nur hoffen, dass das auch so angenommen wird, oder? Ja, natürlich. Also man hat ja immer Berater und Beraterinnen aus der Branche, ob das die Brauereipartner sind, ob das die Hausbanken sind und auch Unternehmensberatung natürlich innerhalb der Gastronomie. Wir stehen ja überhaupt nicht nur aus kleinen, inhabergeführten Läden, sondern Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, die Stadt Köln fort und dann kommt die Gastronomiebranche als drittgrößte Arbeitgeberin der Stadt, was sie natürlich aus meiner Sicht auch besonders schützenswert macht. Wie lange geht denn die Bank, Herr Dörrenberg, die schwierige finanzielle Reise mit? Und wann steigt sie aus? Solange sie das Gefühl hat, dass wir noch über Fremdkapital reden und nicht über Eigenkapital. Weil Eigenkapital ist das Risikokapital, was der Unternehmer bringen muss oder was er sich an der Stelle besorgt. Und wir sind immer noch Fremdkapitalgeber, wo wir mit fremdem Geld Kredite vergeben, wo wir guter Dinge sind, dass wir sie auch wiedersehen. Unser Ziel ist nicht, eine Sicherheit zu verwerten, sondern einen Kredit zu vergeben. Und deshalb, bis wohin, ist tatsächlich auch eine Frage der Kommunikation. Und damit sind die Fälle auch nicht miteinander vergleichbar. Wenn Sie zu spät kommen, werden Sie von uns einen Hinweis bekommen, dass wir erstmal ein IDW-Gutachten, also ein Gutachten brauchen, was dann letztendlich eine Fortführungsprognose des Unternehmens gibt. Allein dieses Gutachten, 3 bis 4 Monate, ja. Grobe Richtung. Mhm. Das ist im Zweifel aber schon der Liquiditätstod des Unternehmens. Also früher kann man mehr helfen. Und wir sind bereit, als regionale Institute, als Sparkasse, auch genau diese Aufgabe zu nehmen. Das ist ja ein Teil unserer DNA. Ein Weg,
womöglich meine Unternehmen gegen Krise, Multikrise widerstandsfähiger zu machen. Das sagt es dann auch schon, ist eben sie resilienter zu machen, also Resilienz aufzubauen. Wie steigere ich die Widerstandsfähigkeit, die Robustheit eines Unternehmens? Ja, wie macht man sein Unternehmen resilient? Kommen wir zu den Notfallplänen zurück oder auch wahrscheinlich noch professioneller als wir, aber ich halte uns auch für nicht schlecht. Unsere Beratenden gehen ja mit ihren Kunden nicht in eine Sphäre, wir verkaufen jetzt eine Scheckkarte oder Ähnliches, sondern wir reden über das Unternehmen. Wir versuchen bedarfsgerecht zu erkennen, was passiert denn da drin? Was ist dein Produktionsablauf? Wie sind deine Prozesse? Und in diese Diskussion einzusteigen, da gemeinsam etwas zu entwickeln, damit auch gemeinsam Pläne zu entwickeln, das ist, glaube ich, das, was das Unternehmen resilienter macht. Und auch wenn wir zum Beispiel zu dem einen oder anderen Unternehmer zurzeit kommen und über das Thema Nachhaltigkeit reden, der Unternehmer sagt, ja, ist irgendwie lästig und ist auch, trifft mich noch gar nicht. Wir bleiben dran, wir werden auch sozusagen lästig, gefühlt erstmal, aber es ist ein Teil dessen, den Impuls zu geben, darauf weiterzudenken, weil ich im Zweifel, ohne dieses Thema zu belegen, da ist die Branche egal, da ist die Größe egal, im Zweifel existenzgefährdend unterwegs bin. Das mag jetzt die Gastro an der Ecke noch nicht so richtig spüren, aber auch ihn wird es treffen. Frau Geringer, was würden Sie sagen, wie macht man sein Unternehmen resilient oder resilienter? Wir sind hier in einem Bereich, wo wir uns immer noch Gedanken darüber machen, was bedeutet wirklich Resilienz. Ja, also es ist, ich würde diesen Begriff auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit vergleichen. Ja, also von der Schwierigkeit, was wir unter Resilienz verstehen, sind wir ungefähr dort. Und deswegen gibt es auch keine einfache Antwort, was resilienter oder was ein Unternehmen resilienter macht. Dennoch würde ich versuchen, also ich habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, als brave Wissenschaftlerin, habe ich erkannt, dass Resilienz ganz entscheidend mit dem Risikomanagement zu tun hat. Ich würde das als der erste wesentliche Schritt im Prozess hin zu Resilienz, zu einer resilienteren Wirtschaft beschreiben. Aber das ist noch ein bisschen was mehr, ja? Weil Risikomanagement erlaubt mir, mich auf eine Krise vorzubereiten, mögliche Szenarien durchzugehen, was passieren könnte. Resilienz ist ein Schritt weiter gehen, aus einer Krise herauszugehen, zu verstehen, was habe ich daraus gelernt und mich dadurch stärken. Ja? Das würde ich vielleicht ganz, ja, generell, allgemein. Gestärkt aus einer Krise herausgehen, gelernt zu haben, wie man eine Krise meistert, um womöglich für die nächste Krise gewappneter zu sein. Dankeschön. Nein, also so habe ich es jetzt richtig verstanden. Okay. So würde ich das Herr Emmerich, gehen Sie da mit? Ja. Absolut. Also ich glaube auch, das Thema Risikomanagement ist absolut auf Platz 1. Ich glaube, der Punkt 2 ist, kenne ich meine verschiedenen Stakeholder? Also wir haben vorher über Kommunikation gesprochen und mir einfach mal anzuschauen, welche Stakeholder habe ich im Umkreis? Das kann eine Verwaltungsbehörde sein, das kann der Betriebsrat sein, das kann bunt gemischt sein. Und mir auch überlegen, wo liegen denn die Interessen von welchem Stakeholder? Weil in der Krisensituation muss ich ja im Prinzip die Interessen der verschiedenen Stakeholder so ausmoderiert bekommen, dass am Ende quasi alle an einem Strang ziehen oder zumindest irgendwo die Nutzenfunktion dahinter wieder gleichgerichtet ist. Und das ist aus meiner Sicht ein Schlüssel, der neben dem Risikomanagement da eine sehr entscheidende Rolle spielen kann. Frau Geringer, können Sie auch was dazu sagen, was der Staat tun muss, um Resilienz im Land und in der Wirtschaft zu generieren, zu schaffen? Ich würde nicht sagen, dass die Strategien ganz anders sind im Bereich des Staates. Also auch hier können wir über ein Risikomanagement sprechen. Also auch vom Staat würde ich erwarten, dass der Staat als ein staatliches Unternehmen dieses Risikomanagement betreibt und weitere Schritte macht, um zu überprüfen, wie kann der Staat auch aus einer Krise gewappnet rausgehen und aus einer Krise lernen, was er in einer nächsten Krise besser machen kann. Ich habe jetzt hier als nächste Überschrift Fach- und Arbeitskräfte, der Fachkräftemangel, auch eine Krise. Ja, Frau Block, wo sind all die jungen Menschen hin,
die früher in der Gastro waren, jetzt irgendwie nicht mehr, noch vor Corona dort gearbeitet haben. Sind die jetzt alle im Amazon-Auto oder auf dem Lieferando-Fahrrad oder vom Erdboden verschluckt? Wo sind sie? Ich glaube schon, dass die Corona-Krise nochmal dazu geführt hat, diese ohnehin sich bereits entwickelnden Fortgang aus der Gastronomiebranche einfach massiv zu verstärken. Mhm. Und man hat natürlich gesehen, jetzt gerade, wo Kräfte an allen Ecken und Enden eingesetzt werden, auch als QuereinsteigerInnen, hat man es natürlich leicht, auch die Branche zu verlassen. Und die Gastronomie hat, so selbstkritisch müssen wir an der Stelle auch sein, einfach viele Herausforderungen. Es sind oft körperlich sehr herausfordernde Jobs. Es gibt manchmal keine angemessene Bezahlung. Es sind schwierige Arbeitszeiten, die gerade für junge Menschen natürlich auch einfach herausfordernd sind, wenn man immer abends und am Wochenende arbeitet, während die Freunde feiern sind. Mhm. Und man muss auch sagen, auch das Ansehen dieses unfassbar wichtigen Handwerksberufes ist einfach manchmal noch gesamtgesellschaftlich ein bisschen schwierig. Dafür sorgt auch die anhaltende Kriminalisierung von außen der Branche. Also wir sprechen davon, dass man ja immer wieder mit dem Generalverdacht Schwarzarbeit, Schwarzgeld immer konfrontiert ist und sehr an den schwarzen Schafen der Branche sozusagen gemessen wird. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass in diesem Handwerksberuf der Nachwuchs einfach fehlt massiv. Und ich gucke da besonders sorgenvoll auf die Zeit jetzt meinetwegen, aber besonders auf die in 15 oder 15 Jahren, wenn ich denke, da wächst die Köche und Köchin wachsen gerade nicht nach. Aha. Wer kocht uns unser Essen? Und dann gibt es natürlich viele Bereiche und auch Restaurants, die mittlerweile schon andere Konzepte fahren, damit das nicht nötig ist, aber in der gehobenen Küche ohne den Handwerksberuf Koch und Köchin bekommt man das einfach nicht hin. Und das ist wirklich ganz besorgniserregend. Und ich bin eigentlich eine unverbesserliche Optimistin, aber mein Glas ist an der Stelle tatsächlich nicht halb voll. Jetzt habe ich hier noch eine Nachfrage. Ich weiß gar nicht, ob ich die stellen soll. Wo würden Sie suchen, wenn Sie Fachkräfte für die Arbeit brauchen? Ja. Ich glaube, man muss... Man kann sie sich nicht backen. Genau, man kann sie sich nicht backen, insbesondere wenn ja auch keine Bäckerinnen und Bäcker mehr da sind und die Handwerksberufe generell ja leiden. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, man muss im Innen und Außen auch schauen. Das heißt, man muss sich überlegen, was kann man vielleicht auch im Inneren, innerhalb der eigenen Unternehmung schaffen, um effizienter zu werden. Also ist es immer ein Arbeitsplatz für einen Menschen oder ist irgendeine Automatisierung möglich an der Stelle? Wie kann ich mit Digitalisierung arbeiten? Wie kann ich das sinnvoll einsetzen? Mhm. Sich auch zu überlegen, und das sehe ich tatsächlich fast schon anders, als Sie gesagt haben, Nachhaltigkeit in der Gastronomiebranche ist unheimlich wichtig. Wir waren wahnsinnig getackelt durch die Energiekrise und Nachhaltigkeit ist neben dem nachhaltigen, ressourcenschonenden Aspekt natürlich auch etwas, was uns hilft, Energien, die wir einsetzen, effizienter einzusetzen, geringer und am Ende mehr Geld in der Tasche zu halten. Herr Dörrenberg, ich kann mir vorstellen, dass die Sparkasse Köln-Bonn auch durchaus ein Fachkräftemangel spürt und dass dieser Punkt sicherlich auch bei Ihnen angekommen ist. Also wo würden Sie suchen, wo suchen Sie, wie kriegen Sie es womöglich in den Griff, wenn Sie tatsächlich Fachkräfte für die Arbeit, die Sie denn auch zu vergeben haben, brauchen? Also erstmal glaube ich, ist es gar kein branchenspezifisches Thema, mhm. sondern alle Branchen, auch Kunden, die bei uns sind, haben dieses Thema immer im Fokus. Wie kriege ich denn überhaupt Mitarbeitende, die auch eine gewisse Qualifikation haben oder bereit sind, sich in eine Qualifikation ausbilden zu lassen. Wir versuchen als Haus, alle Möglichkeiten, die es gibt, tatsächlich zu nutzen. Was heißt das konkret? Quereinsteiger. Also vielleicht sind wir ein Teil Ihres Problems. Weil ja, Menschen, die ja. lächeln, die nett sind, die eine Service-Mentalität haben, sind halt nicht nur in der Gastro gefragt, die sind auch sehr gerne bei einer Bank gesehen, bei einer Sparkasse gesehen, aber auch bei ganz vielen anderen Branchen und deshalb sind wir vielleicht auch ein Teil sozusagen des Problems. Jetzt wissen wir, und wo Sie hingegangen sind. Ja, ja genau. Ich haben wir stelle mich das ich dachte mal alle Lieferando. Genau. Entschuldigung. Ja. Es ist auch bei uns wärmer als auf dem Fahrrad, deshalb haben wir vielleicht dann doch den einen oder anderen. Aber nicht so warm wie in der Küche. Also das ist auch richtig. Und ansonsten nutzen wir tatsächlich auch Wege, die wir für vor 10, 15 Jahren niemals genutzt hätten. Social Media, wir sind auf diversen, das ist ja auch vielleicht ein bisschen altbacken, dann wieder aber auf Jobbörsen, wo wir uns eine Zeit lang auch nicht haben sehen lassen, weil wir einfach gar kein Problem hatten, junge Angestellte auszubilden, ne? Und überhaupt Fachkräfte zu bekommen.
auf allen Ebenen sind wir unterwegs. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob man Azubine sagt. Ich glaube, ja, ich weiß es auch nicht. Azubi und Azubi. Das müssen wir vielleicht nach der Sendung mal klären. Frau Gehringer, was würden Sie sagen? Wo würden Sie suchen? Also, wo finden wir die Fachkräfte? Anders gefragt. Ich sehe drei Kanäle hauptsächlich, die aus denen wir so ein wenig vielleicht Lösungsansätze erarbeiten können. Und zwar Digitalisierung wurde ja schon erwähnt oder insgesamt technologischer Fortschritt hin zur Ersetzung von Arbeit, die uns fehlt. Ja, also aus diesem Kanal würde ich zunächst mal sagen, es gibt Potenzial hier zu einer Lösung. Und dann müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir hier in Deutschland die Bürokratie abbauen, um auch die Fachkräfte sich flexibler auf dem Markt bewegen zu lassen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein riesiges Problem und da würde ich auf jeden Fall meine Finger reintun. Und das Dritte ist, wir haben auch ein wenig Potenzial, ich würde nicht sagen, dass das ein Lösungsansatz per Excellence ist, aber wir haben auch Fachkräfte, die wir aus dem Ausland zu uns einladen können. Und da wurden schon einige Schritte in diese Richtung gemacht. Ja, wir haben im Juli, glaube ich, 2023 ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Tisch bekommen und dadurch einige Erleichterungen, zumindest auf dem Papier. Da gibt es aber auch bürokratische Hürden, die wir auf jeden Fall abbauen können. Haben wir schon wieder Bürokratieabbau, genau. Herr Emrich schüttelt auch oder nickt auch mit dem Kopf und sagt, ja, auch diesen Weg geht er mit. Aber Herr Emrich, wir wollen doch eigentlich ganz viel automatisieren. Brauchen wir dann überhaupt noch so viele arbeitende Hände? Das soll doch mit der modernen Technik dann... Nee, ich glaube, dass man die arbeitenden Hände braucht, weil es wird sich einfach der Fokus der Arbeit verschieben. Also wenn ich jetzt beispielsweise an Buchhaltung und den kaufmännischen Bereich denke, man muss sich nicht über einen Buchungssatz unterhalten. Also den kann man automatisieren. Man möchte auch, dass die Systeme automatisch buchen oder Kassensysteme in der Gastro entsprechend automatisch arbeiten. Aber die Mitarbeiter, die in der Buchhaltung beschäftigt sind, interpretieren Daten und schaffen damit Informationen. Und ich glaube, dass der strategische Aspekt dann deutlich mehr in den Fokus rückt, als das heute der Fall ist. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Kombination aus Automation und entsprechendem Fachwissen dann richtig eingesetzt, weil im Moment, glaube ich, auch noch relativ viele Ressourcen für Tätigkeiten blockiert werden, die zu automatisieren sind. Aber Stichwort Automatisierung, ich fliege jetzt nicht so oft in meinem Leben, bin dann geflogen und habe dann gesehen, wie in Frankfurt Airport wieder automatisiert wurde, wenn Sie das Gepäck abgeben. Da sind Sie nur noch am Automaten, drücken da diesen Kleber aus, stellen den da rein, den Koffer, dann nimmt er den, der scannt den, er gibt den noch ein Receipt, also noch eine Quittung und das war's. Da ist dann einer, der guckt und da sind aber 15 Plätze, wo du deine Koffer abgeben kannst. Früher saß da an jedem Schalter jemand. Und da glaube ich, da kann dann auch Automatisierung funktionieren. Genau, ich glaube, die 15 Leute, die vorher am Schalter saßen, tun jetzt andere Dinge, ja. Entweder für die Airline oder für den Flughafen. Ich habe noch ein Beispiel, das ist Gastronomie, als ich im vergangenen Frühjahr im Urlaub auf Langeoog war mit meiner Familie. Da war ich in der, wie hieß das, Kajüte am Hafen, habe mir ein Krabbenbrötchen bestellt und ich bekam dieses Krabbenbrötchen von einem Roboter. So ein Service, ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen, so wirklich so 1,80 Meter oder 1,70 Meter groß, ein Service-Roboter. Und er schafft bis zu 400 Bedienungen, also Bedienvorgänge am Tag. Ja, durchaus gibt es das. Ich habe das noch gar nicht so oft, ehrlich gesagt, gesehen. Oft helfen die bei Veranstaltungen beim Abräumen. Das finde ich zum Beispiel wahnsinnig sinnvoll. Im Servicebereich muss ich sagen, die Serviceleistung hat was Menschliches inhärent und ich kenne wirklich hauptsächlich Menschen, die sich sehr schwer damit zu tun, darauf zu verzichten und zu sagen, an dieser Stelle ist die Automatisierung vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Er spricht aber auch. Wenn er freundlich aber, ist, dann geben Sie mir bitte seine Nummer. Aber ich sage Ihnen, ich führe mein Beispiel gerade mal ad absurdum. Drei Tage später wollte ich noch ein Krabbenbrötchen bekommen. Hat er Sie wiedererkannt? Nee, es gab technische Probleme. Ah, ja. Er war in der Werkstatt, da kam dann... Entschuldigung. Aber, also ich kenne das Beispiel mit den Robotern, beispielsweise auch aus Biergärten, um Strecken zu verkürzen. Also das Servicepersonal ist am Kunden, aber der Roboter überbrückt die Strecke zwischen Küche und Außenbereich. Ja. Und das macht ja durchaus Sinn, die Strecke quasi, wo ich keinen Kundenkontakt habe, zu automatisieren und am Kunden und am Servicebereich
bin ich wieder im menschlichen Bereich. Muss man sich nur ein paar Gedanken eben vorher mal gemacht haben, wie ich das am effizientesten einsetze. Kommen wir noch zum Thema Bürokratieabbau, Frau Gehringer und Frau Block. Ne, haben ein Thema, was uns umtreibt. Im März war zu lesen, die Bauernproteste zeigen offenbar Wirkung. Die deutschen Agrarminister wollen bürokratische Regeln für Landwirte entschlacken. Ist die, ja, wie sehr ist diese Bürokratie und die Komplexität der Bürokratie ein Stressfaktor für die Wirtschaft? Haben wir schon so ein bisschen herausgearbeitet, oder? Also ich glaube, darüber brauchen wir nicht lange sprechen. Das ist schon ein Problem, welches auch in der Politik erkannt worden ist. Ja, wir haben auch im Wachstumschancengesetz das explizite Ziel des Bürokratieabbaus. Allerdings ist der Umfang dieses Abbaus so gering, dass wir gar nicht über den Bürokratieabbau hier in diesem Zusammenhang sprechen dürfen. Zwar berechnet das Bundesfinanzministerium eine positive Auswirkung des Bürokratieabbaus für die Unternehmen, welches sich aus diesem Gesetz ergibt. Das sind 1,4 Milliarden Euro. Aber ich würde trotzdem bei diesem Effekt nicht über einen Bürokratieabbau sprechen, denn Bürokratieabbau findet aus meiner Sicht in ganz vielen verschiedenen Bereichen, ja, da ist Steuerrecht ganz vorne dran. Das sind andere Bereiche, die neu hinzukommen, Lieferketten, Sorgepflichtengesetz. Aha. Da sind ja neue Gesetze, die hinzukommen und die neue Bürokratie schaffen. Deswegen ein ganz großes Problem. Ich frage mich, ob das immer derselbe erfindet, diese Namen, weil es sind jedes Mal so lange Worte, Wachstumschancengesetz, ja, das lief mir ja auch über den Weg, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Ich würde Sie gerne mal fragen, liebes Publikum, einfach mal mit Handzeichen, wer von Ihnen hat schon mal von dem Wachstumschancengesetz gehört? Einfach mal aufzeigen. 150 sind wir im Saal und das sind, lassen Sie nach oben bitte, 5, was würden Sie schätzen, 30, 40? Okay, ein Drittel, vielleicht ein bisschen mehr, Wachstumschancengesetz. Wer von denen kann es denn auch erklären? Also müssen Sie jetzt nicht, aber nur nochmal, da geht gar kein Arm mehr hoch. Also gut, jetzt, wie auch immer, aber wir bleiben bei, ja, es bleibt dabei, der Staat will da auch unterstützen, Gesetz, ich glaube von März, Ende März dieses Jahres, Herr Emmerich sagte mir im Vorgespräch, habe ich auch erst vor 3 Wochen von gehört, was ich dem Unternehmensberater gar nicht glauben konnte. Na gut. Wie ist Ihnen das durchgerutscht? Wir beschäftigen uns natürlich dann irgendwo mit Einzelaspekten davon und nicht im großen Ganzen. Jetzt reden wir mal über die Verwaltung. Stadtverwaltung Köln hat mehr als 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ford kommt danach, Bayer kommt danach, Stadtwerke kommen danach, Rewe und so weiter. Sparkasse Köln-Bonn 3.700, stimmt? Köpfe. Ungefähr so? Passt. Ja. Häufige Kritikpunkte gegenüber Bürokratie, Stadtverwaltung sind Dauer von Anträgen, kein qualifizierter Ansprechpartner, unrealistische und wahllose Anforderungen. Frau Gehringer, wie effektiv ist Verwaltung? Ich frage Sie ganz bewusst, denn Sie haben es untersucht. Das ist richtig. Da habe ich eine Studie dazu geschrieben und mich zunächst mal mit dem Begriff Effizienz, was ist Effizienz in diesem Bereich, wie können wir das messen? Ja, also es gibt dazu einen ganz einfachen Indikator Produktivität und durch die Produktivität oder mit der Produktivität können wir einen Maßstab entwickeln, wie viel Mehrwert generiert der Staat aus dem, was er als Ressourcen einsetzt. Mhm. Ja, das kann man beispielsweise über die Arbeitsproduktivität messen, sprich, also wie viel Mehrwert generiert der Staat mit jedem eingesetzten, mit jeder eingesetzten Person. Ja, und da beobachten wir, dass der deutsche Staat ganz schlecht abschneidet. Und zwar nicht seit einigen Jahren, sondern schon seit einigen Jahrzehnten. Ja, das sind die Entwicklungen, die wir beobachten und die darauf hindeuten, dass jeder eingesetzte Euro immer weniger
an Mehrwert generiert. Also das ist eben, weil der Staat mehr ausgibt und aus diesen Mehrausgaben ergeben sich dann weniger Euros, die wir als Mehrwert bezeichnen können. Und das ist ja auch, weil der Staat der privaten Wirtschaft die Personen übernimmt, die dann der privaten Wirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist auch ein großes Problem. Sind 21.000 städtische Mitarbeitende zu viel? Das ist schon ganz viel, ja. Und Sie haben ja gesagt, das ist der größte Arbeitgeber hier in Köln. Aber das beobachten wir auch auf der Bundesebene. Der Anstieg des öffentlichen Sektors anhand der Stellen, die dort geschaffen werden. In der 19. Legislaturperiode haben wir 30.000 Stellen mehr, neue Stellen mehr sind dazu gekommen. Und das ist ein Plus von 12% innerhalb von wenigen Jahren. Das ist wirklich sehr viel. Zu aufgebläht, Herr Emmerich? Definitiv. Also wir beraten relativ wenig im öffentlichen oder verwaltungstechnischen Bereich. Ich kenne aber durchaus Beispiele, also ganz praktisch gesehen, wo es drei verschiedene Einkaufsorganisationen gibt, eine Buchhaltung gibt und sich dann die Verwaltungsmitarbeiter über 6 Monate damit beschäftigen, sich gegenseitig Belege hin und her zu schicken, weil sie nicht dafür zuständig sind. Und warum schicken sie sich zu? Weil die IT die Personalliste nicht aktualisiert hat. Wird aber auch nicht hinterfragt, sondern ist dann eben Dienst nach Vorschrift. Und viele Organisationsstrukturen sind, glaube ich, im Verwaltungsbereich nicht unbedingt auf Effizienz ausgelegt. Herr Dörrenberg, wer sind Ihre Erfahrungen? Oh. Die gehen in eine ähnliche Richtung. Man muss aber auch bei der Ineffizienz der Organisationsverwaltung sagen, es sitzen da auch Menschen, die ganz, ganz angestrengt sich um die Belange derer kümmern, die kommen. Also muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen trennen, die Verwaltung und Menschen, die wirklich mit Herzblut und viel Engagement da sitzen, dass man die nicht immer direkt mit abbügelt an dieser Stelle. Das ist vielleicht noch mal so ein Anliegen meinerseits. Aber ja, Verwaltung, so wie wir sie auch an vielen Stellen erleben, ist komplex, kompliziert und in der Tendenz eher träge, wenn man jetzt mal dieses Organisationsgebilde nimmt. Und Bürokratieabbau war eines der ersten Worte, die Frau Block uns gesagt hat. Schon, das liegt aber jetzt auch schon 45 Minuten zurück. Das ist sicherlich auch ein Lieblingsthema, wäre falsch, aber ein Thema, was Sie ständig umtreibt, oder? Ja, tatsächlich ist es neben dem Kräftemangel sicherlich auch mit die größte Bedrohung für unsere Branche. Schon bevor man überhaupt einen gastronomischen Betrieb eröffnet hat, befindet man sich teilweise schon im existenzbedrohlichen Bereich und das nur, weil möglicherweise jemandem aus der Verwaltung die Akte zur Seite gefallen ist und man deswegen leider ein Jahr warten muss, bis der Bauantrag auch nur aufgenommen wird. Und da sind wir ja weit von der Eröffnung und dem Umbau noch entfernt. Und ich muss, wenn ich das Wachstumschancengesetz zum Beispiel betrachte und darin lese, Bürokratieabbau, dann ist das natürlich was uns jeden Tag zugutekommen würde. Kürzere Wege, schnellere Entscheidungswege, auch tatsächlich eine Kooperative mit den jeweiligen Stakeholdern würde absolut Sinn machen, weil letztendlich das Miteinander sprechen, in die Kommunikation gehen, das tut der Verwaltung gut, das tut der Branche gut. Aber auch die steuerrechtlichen Erleichterungen, die dieses Wachstumschancengesetz versprechen sollte, sind für uns ja fast ein Hohn, wenn man sieht, zum Beispiel, dass gerade für die Mehrwertsteuer auf Sparen. Ich wollte gerade sagen, 7%, 19%, das können Sie alles nicht mehr hören, ne? Ich kann das ganz gut. Also Sie hören gerne 7%, genau. Ich höre gerne 7%, ich höre aber sehr viel 19%, weil gerade Anfang des Jahres die Steuererleichterung, die zu Corona-Zeiten eingeführt worden ist, wieder angezogen wurde, obwohl uns zugesagt wurde, dass das nicht geschehen wird. Gleichzeitig wird das Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht, wo man von steuerlichen Erleichterungen spricht und von Bürokratieabbau. Das sind Dinge, die wir in unserer Branche absolut nicht spüren, sondern im Unterschied dazu sehr bedroht sind, dadurch, dass das eben nicht geschieht für unsere Branche. Wir haben es wieder mal angesprochen. Wir hoffen, dass auf der anderen Seite der Kamera oder auch hier im Saal genau die richtigen Ansprechpartner sind, die das dann in Zukunft womöglich mitnehmen und vielleicht auch verändern. Ja, vielleicht ein frommer Wunsch, aber wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden. Die Zeit fliegt. Frau Gehringer, wenn Sie einem jungen Menschen einen krisensicheren Beruf oder Job empfehlen würden, welcher wäre das? Dozentin? Auf jeden Fall. Ja, da werden Menschen immer gebraucht. ich denke, es gibt ganz viele Berufe, tolle Berufe, die hier in Frage kommen.
Ich habe einen Sohn, der sich langsam so Gedanken darüber macht. Und, wie alt ist der? 15. 15. 15 gerade geworden. Und er würde sich im rechtlichen Bereich, also Jurastudium, sehen. Und ich denke, das ist auch eine gute Richtung. Da kann er vielleicht auch in die politische Richtung einsteigen und was verändern an dem, was ich hier an Problemen aufgezählt habe. Bisschen mehr Gas geben und ein bisschen Bürokratieabbau. So ist es. Genau. Wie ist es bei Ihnen, Herr Emmerich, der junge Mensch und der krisensichere Job? Was ist Ihr Tipp? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Beratung ist krisensicher, weil man braucht Berater sowohl in guten wie in schlechten Zeiten. Es gibt ja einen ganz bösen Spruch über Berater. Ich habe die ganze Zeit mir überlegt, ob ich das sage oder nicht. Bitte. Soll ich dir mal sagen? Gerne. Der Berater sagt dir auf deiner eigenen Uhr, wie viel Uhr es ist. Ja. Ist fies, oder? Ich habe extra gesagt, es ist gemein. Ja, genau. Nein. Aber von dieser Art gibt es ja viele, für jede Berufsgruppe. Ja. Nein, aber Sie sagen auch so in die Richtung, in die Sie gegangen sind, das könnten Sie ruhig, das wäre sowas, den Tipp könnten Sie geben. Ja. Frau Block, wie ist es bei Ihnen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich Frau Gehringer fast anschließen. Ich bin selbst Juristin und weiß, dass man damit einen ganzen Werkzeugkoffer mitbekommt, um Dinge auch anzugehen, in Frage zu stellen und zu verändern. Man ist vielleicht nicht unbedingt krisensicher. Ich habe aber manchmal das Gefühl, ich bin auch ein Multitool. Also von daher, in vielen Branchen kann man eingesetzt werden. Und tatsächlich kann ich einfach auch nur empfehlen, in der Krise nicht nur zu verweilen und sie über sich ergehen zu lassen, sondern sich vielleicht auch herauszuarbeiten und zu überlegen, was bietet diese Krise an Veränderungsmöglichkeit, kann ich eine gewisse Flexibilität mitbringen, persönlich auch, kann ich etwas verändern, vielleicht ist das Überzeugungsarbeit, vielleicht ist das ein politischer Faktor und das würde ich immer wieder sehen, dass man sich tatsächlich das nicht so über sich rüber schwappen lässt, sondern erhobenen Hauptes guckt, was kann ich verändern für die Zukunft, vielleicht auch aller. Herr Dörrenberg, bevor Sie antworten, ich habe gerade auf dem Knopf aus meiner lieben Regie den Hinweis bekommen, es heißt nicht Azubine, es heißt Auszubildende. So, okay. Also wenn Sie einem jungen, das geht an mich, nicht an Sie, es geht an meiner Seite. Genau. Ich habe es gekauft. Wenn Sie einem jungen Menschen einen krisensicheren Job empfehlen würden, Beruf, welcher wäre das? Und ich darf jetzt nicht Mitarbeiter bei der Sparkasse Köln-Bonn sagen. Ja klar, dann ist es gleich Recruiting. Genau, gehört das mit rein. Ich glaube, was hier noch keiner gesagt hat, ich bin mal beim Handwerk. Weil wir alle nutzen, glaube ich, Dienstleistungen, und haben eine hohe Wertschätzung für das, was am Ende in unseren Häusern, Wohnungen, an Accessoires oder halt überhaupt was da entsteht. Ich glaube, das ist etwas, wo man wirklich den goldenen Boden, den es, ne, ich schon graue Haare, wo es früher diesen Spruch zugab, ich glaube, das ist tatsächlich was. Und auch wenn sozusagen unser Sohn Psychologie studiert, was glaube ich auch ein Wachstumsfeld ist, bleibe ich jetzt trotzdem beim Handwerk. Ja. Aber da können wir eine eigene Sendung drüber machen. Also wie kriegen wir auch die Menschen in die Lehre? Ne? Wie wird es denn der Ausbildungsberuf und so weiter? Aber vielleicht machen wir das ja auch. Ich danke in die Runde. Also wie gesagt, die Zeit rast, es ist rum. Wir haben es geschafft, Frau Gehringer. Also ich hoffe, es war ganz angenehm für Sie. Und ich möchte gerne diese Sendung beenden mit einem Zitat. Denn wie viel einfacher wäre es doch, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen könnten, um zu wissen, was da so um die Ecke lauert, was so der richtige Weg ist. Können wir nicht. Aber wie sagte schon der amerikanische Autor und Satiriker Mark Twain, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank an die Gäste, an Sie hier im Saal und an Sie zu Hause. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.